Moin Jungs und Mädels, bin gerade dabei aufzubrechen von Vega de Valcarce, ungefähr 6:45 Uhr, noch ein bisschen frostig, aber es wird heiß. Ja, sollten ungefähr 24 Kilometer werden über Ocebreiro bis von Fria, ungefähr 24 Kilometer, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht, aber wird sich anfühlen wie 75. Gestern Herberg El Paso war echt super. Super nett, super essen. Ich hatte 3 fangfrische Forellen und eine Platte mit Käse von lokalen Anbietern. Wurst und Schinken. Super gut, kann man nicht sagen. Ja, eine Herberge. Außer mir waren noch ein paar aus Spanien, ein paar aus Frankreich und 2 Jungs aus Österreich. Wird langsam voll. Und eine Österreicher, der kannte mich von meinem YouTube-Channel. Ich bin berühmt. Jetzt, nachdem ich so eine halbe Stunde unterwegs bin, stelle ich fest, dass ich meine B-Roll-Kamera wohl in der Herberge vergessen habe. Zumindest denke ich mir das, weil ich kann sie bei mir nicht finden. Ja, mal hoffen, dass sie dann noch da ist, ne? So verlassen wir Vega de Valcarce zum 2. Mal. Meine Kamera war natürlich nicht da. Also entweder sie hat einen neuen Besitzer. Viel Spaß damit. Oder ich habe die Kamera irgendwo hingepackt, wo sie nicht hingehört. Irgendwo in meinen Rucksack. Buff, will ich jetzt nicht suchen. Oder ich habe sie unterwegs verloren. Was mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil so lange bin ich noch nicht unterwegs. Ja, wir schauen mal. Also, bis heute Nachmittag werde ich versuchen, ein bisschen B-Roll mit diesem kleinen Scheißer hier aufzunehmen. Keine Ahnung, wie das wird. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Was ein Scheiß. Ich habe sie gefunden. Sie war in meinem Rucksack. In meiner Kulturtasche. Ich hätte das Problem in 5 Minuten lösen können. Aber nein, bin zurückgelaufen. Jetzt habe ich eine Stunde verloren. Und 5 Kilometer mehr auf meine Uhr. Super gemacht, Michel. Du Vollidiot. Solange ich noch ein bisschen Luft habe. Anfängertipp des Tages. Wenn ihr so einen Tag vor euch habt, wie jetzt hier hoch nach Ocebreiro, nicht zu viel frühstücken. Kaffee, Orangensaft reicht. Weil für die Verdauung braucht der Körper viel Energie und viel Blut. Und er zieht das überall da ab, wo du es eigentlich brauchst. Nämlich aus deinen Extremitäten und aus deinem Hirn. Deswegen fühlen wir uns auch immer so müde, wenn wir ein großes Abendessen hinter uns haben. Also, wenig essen, Kaffee, Orangensaft reicht und dann rauf auf den Berg. Lass die Spiele beginnen. Es ist nicht, dass ich das nicht packen würde. Ich habe das schon 4 Mal vorher gemacht. Aber mein ganzer Körper schreit. Nein! Hilf mir! Ich verlasse gerade La Faba. War mir ein netter Ort. Und zwischendurch mal ein Getränk zu sich zu nehmen. Ein bisschen zu entspannen.
bevor es die nächsten 400 Meter hochgeht. Aber nö, alles geschlossen. Jetzt sind wir offiziell in Galizien. Sebrero, per aspera ad astra. Beschwerlich ist der Weg zu den Sternen. Das ist irgendwie witzig. Jedes Mal, wenn ich hier hochkomme, denke ich mir so, okay, war jetzt nicht einfach, aber so hart war das jetzt auch nicht, oder? Nun ja, irgendwie stimmt das schon. Ne? Und ich sag mal so, die Landschaft, die ist ja auch atemberaubend schön, aber nichtsdestotrotz, die ersten 500 Meter, Höhenmeter, die sind echt, ich mag sie nicht, so, und gibt mit Sicherheit einige Leute, sagen, die finden diesen Streckenabschnitt super klasse, wegen der Aussicht und der Berg ist gar nicht so schlimm. Ich freue mich für euch und ich bin auch ein bisschen neidisch, aber wie gesagt, dem Lauf an sich kann ich nicht viel abgewinnen. Ich hatte zwischen Vega de Vacasse und hier oben habe ich diverse Clips gemacht, aber ich habe mich beschlossen, die mal nicht zu veröffentlichen. Ich habe mich entschlossen, weil viel Negativität, ein paar Beleidigungen und reichlich Schimpfwörter. Und das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen unterhaltsam sein, aber ne, lass mal lieber. So, heute haben wir noch zwei kleine Knubbel zu überwinden. Das ist der Alto San Roque, dann noch den Alto do Pollo und dann gehen wir runter nach Fonfria. Packen wir's. Von dem brasilianischen Schriftsteller Paulo Coelho gibt es ja ein berühmtes Buch über den Camino auf dem Jakobsweg. Und Paulo Coelho ist ja den Camino selber gelaufen. Und Jahre später, in einem Fernsehinterview, hat er zugegeben, dass er den Camino gar nicht zu Ende gegangen ist. Hat nach O Sebrero hat er aufgehört. Alto do Pollo, Zeit für die Belohnung. Lasst mich euch kurz von Harry erzählen. Harry aus Schottland hat vor ungefähr einer Woche in meinen Kommentaren geschrieben, meine Einstellung stinkt und meine Videos sind scheiße. Und er würde jetzt das Abo kündigen, unsubscriben. Ja. It is what it is. Whoops. And no German. Jetzt vor zwei Tagen ist Harry zurückgekommen. Und er sagt, meine Einstellung ist viel besser geworden. Was sie nicht ist. Und meine Videos sind viel besser geworden. Was sie nicht sind. Aber trotzdem hat er wieder angefangen rumzunörgeln über
die Dinge, die ich tue und wie ich sie tue und was ich erzähle. Und dass er andere Leute getroffen hat, die viel besser sind als ich. Und er würde jetzt das Abo kündigen. Hat er auch gemacht. Und nicht nur das. Er hat auch den ganzen Kommentarverlauf, inklusive meine Kommentare, gelöscht. Harry, was soll das? Wolltest du noch mal zum Schluss hier so ein Messer reinstecken, nachdem ich schon am Boden liege? Harry, ich glaube, du bist kein guter Mensch. Aber generell, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Aber wenn euch nicht gefällt, was ich tue, habe ich keinen Schmerz damit, wenn ihr das wieder zurücknimmt. Oder wenn ihr nicht abonniert. Oder was auch immer. Was nie passieren wird, ich werde mich niemals prostituieren für irgendwas, bloß um jemandem zu gefallen. Aber ich kann euch versprechen, das, was ihr hier bekommt, das ist der pure Micha. Ehrlich. Manchmal ein bisschen grenzwertig, aber so wie er ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und wem das nicht gefällt, ja, dann geh. Aber mach nicht solche Ankündigungen. Was soll das? Das hat keinen Mehrwert für irgendjemanden. Endlich angekommen vom Frühjahr. War ein harter Tag. Ich habe ein Einzelzimmer. Ich hätte ohne weiteres ein Bett haben können. Sind nur 5 oder 6 Betten belegt. Aber konntest du online nicht buchen. So, Zimmer ist trotzdem ganz nett. Bezahl irgendwas in den 30ern, keine Ahnung. Das ist mein Badezimmer. Klein, aber schnucklig. Ja, das war es für heute. Morgen, Saria. Da bin ich wieder in der Herberge. Ja, bis dahin. Bleibt sauber, bleibt gesund. Bleibt dran.